Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Asilia, ich grüße dich. Die Frage hat eigentlich deine Tochter gestellt und möchte wissen, warum bist du alleine, wann kennenlernst du jemand, wann kommt der Richtige? Und das klären wir bei dieser Legung. Wir gehen zurück in die Vergangenheit, betrachten wir erstmal deine Kindheit. Die Kindheitserinnerungen bleiben und es zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Die schönen Erinnerungen stärken uns innerlich. Das sollen wir behüten, bewahren. All das, was mit Tränen verbunden sind, sollen wir loslassen, davon verabschieden, nicht aufhalten. Und jetzt schauen wir an, welche Erinnerungen hast du? Deine Kindheit zeigt dieses Bild. Die Königin über die Wasserelement. Und das warst du schon als Kind. Und das heißt, du beherrschst deine Intuition. Du bist sehr kreativ. Du hast Schönheitssinn. Jetzt kannst du die Frage stellen, wie hast du das erlebt? War das gestärkt oder war das übersehen? Aber die Talente, die Fähigkeiten waren damals schon da. Dein Schönheitssinn und deine weibliche Energie und ein gutes Gefühl, das ist natürlich auch die Quelle für Spiritualität. Wir bleiben in Vergangenheit und schauen wir an deine Ex-Beziehungen, weil diese Erinnerungen bleiben auch. Oft sind auch Wunden da und das sollen wir auch heilen. Welche Erinnerungen ruft es bei dir vor? Dieser Mann weiß, was er will und er braucht Sieg. Das kann ein Hinweis sein, dass dein Ex-Partner sehr dominant war. Kann auch bedeuten, dass er die Erwartungen gehabt hat ganze Zeit, dass du ihn lobst, dass du ihn stärkst. Und andere Richtungen könntest gar nicht damals bewegen, weil er hat dich eingenommen. Er stand im Mittelpunkt. Und du solltest ganze Zeit nur mit ihm beschäftigen. Wir bleiben immer noch in Vergangenheit und schauen wir die alte Karma an. Was ist das überhaupt? Wir Menschen haben eine Seele. Unsere Seele ist ein Teil von göttlichen Schöpfung und ist unsterblich. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Gott. Wenn wir aber noch nicht befreit fühlen oder müssen wir karmisch was ausgleichen oder noch was lernen, dann kehrt die Seele zurück und macht eine Seelenreise und wählt einen Schicksalsweg aus. Und dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das erzählt auch die Geschichte von Castor und Pollux, von den beiden Zwillingen. Und wenn das so ist, bedeutet für uns zum Verstehen, dass wir eine frühere oder mehrere früheren Leben haben und die Seele hat diese Erinnerungen. Welche Erinnerungen hast du? Das zeigt hier dieses Bild. Es war früher alles zu schwer. Schwer, einiges müsstest du mitschleppen in dein Leben. Das Bild ist aber auch wie ein Diebstahl. Von dir wurde vieles weggenommen und dadurch entsteht eventuell Verlustangst. Wie denkst du über Beziehung
oder wie sollst du denken über Liebe, Partnerschaft? Das zeigt diese Herrscherin. Du beherrschst es. Und damit beherrschst du auch dein Leben, deine Gedanken und beherrschst du auch deinen Gefühlen. Du hast eine gute Einstellung zum Liebe, Partnerschaft. Wie könnte ich diesen Mann beschreiben? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Stäbe symbolisieren die Feuerelement. Und das heißt, er ist sehr mutig, er hat Kraft, er ist sehr männlich. Und er kann sich sehr gut durchsetzen, ist auch aktiv. In seiner Hand ist ein Stab und das heißt, er handelt. Die anderen Stäben zeigen hier Einschränkungen. Er muss etwas noch bewältigen. Intuitiv würde ich sagen, er ist gerade bei einer Trennung. Warum bist du alleine? Das zeigt hier dieses Bild. Weil du dein Auge schließt und siehst du die Chancen nicht. Du siehst nicht, dass du bei Männern gut ankommst. Außerdem kommt noch die Angst dazu und das hängt mit diesem karmischen Bild zusammen, Verlustangst. Und es ist so wichtig, von Ängsten befreien. Und es zeigen hier die Schwerten. Die Schwerten symbolisieren die Angstbefreiung, so wie Erzengel Michael trennt die Angst mit seinem Lichtschwert. Wenn du dich von Ängsten befreien kannst und bist im Vertrauen und siehst du deine Chancen, Möglichkeiten, sofort bewegt sich etwas und bist schon in einer Beziehung. Woran liegt die Lösung? Was kannst du verbessern? Wieder die Feuerelement. Die Feuerelement bedeutet Begeisterung. Mit Feuer und Flamme dabei zu sein, zeigt auch Leidenschaft. Aber Wut gehört auch zum Feuerelement. Man wird aufgeheizt, man kocht hoch und entsteht Wut. Aber raus von negativen Gefühlen wie Angst und Zweifel und Wut und übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung. Entweder sollst du etwas tun, was dich begeistert, oder aufhören mit diesem inneren Zweifel hin und her. Soll ich nicht, wird das nicht. Sondern sei davon überzeugt, das ist auch Kraft, inneren Kraft, die Überzeugungskraft. Ja, das kommt auch, der Mann ist doch da. Wo wirst du diesen Mann kennenlernen und wann wirst du ihn kennenlernen? Hier ist ein Platz, wo man kämpft. Das kann eine Sportveranstaltung sein oder ein Ritterspiel. Das wäre der Ort und die Zeit ist bis zum kommenden 5 Monaten. Bis dahin, das kann auch viel früher sein, aber achte auf etwas, auf dein eigenen Energiefeld, weil das beeinflusst die Geschehen. Diese graue Farbe symbolisiert genauso wie hier die Angst. Und von Angst befreit zu sein. Warum ist es so wichtig? Weil wir haben ein Energiefeld und das ist unsere Anziehungskraft und Gleiche zieht Gleiche an. So wie dein Energiefeld ist, genauso kommt es auch. Das ist ein Gesetz. Woher kommt dieses Energiefeld? Das kommt von unserem Inneren, von Denken und Fühlen. Deswegen ist so wichtig, immer positiv denken und angstfrei leben. Verändert sich sofort automatisch die Energiefeld, verändert sich die Anziehungskraft und natürlich dann deine Chancen, Möglichkeiten auch sehen und nicht wegschauen. Deinen Gefühlen zeigt hier dieser König.
Du beherrschst deine Gefühle, wenn du die Feuerelement zulässt. Dieser König vertritt die Feuerelement. Und das ist Mut, Vertrauen, Kraft, Begeisterung und Leidenschaft. Gehört auch dazu. Wie sollst du deine Schritte machen? Das zeigen die Kinder. Entweder brauchst du diese kindliche, jugendliche Energie, jugendliche Ausstrahlung oder etwas spielerisch betrachten oder auf diesem Spiel gehen, ein Ritterspiel zum Beispiel. Also das ist die eine Richtung, was etwas verbessert. Oder, und das sagt mein Gefühl, dass das so ist, hör, was deine Tochter sagt. Hör auf ihre Worte, weil sie wird das sagen, was du verbessern kannst. Bin ich ganz sicher. Liebe Asilia, so könnte ich diese Frage beantworten. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.